Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir machen weiter mit unserer Wahlnachlese, jetzt mit der Partei Die Linke. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Spitzenkandidaten Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, herzlich willkommen. Und die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Frau Wagenknecht, Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch sehr herzlich. Meine etwas belegte Stimme ist nicht also der Stimmung geschuldet, sondern wirklich nur einer ziemlich argen Erkältung, die ich habe. Ansonsten haben wir, wenn wir unser Ergebnis isoliert betrachten, allen Grund zur Freude. Also wir haben das zweitbeste Ergebnis für die Linke erreicht in unserer gesamten Parteigeschichte, einschließlich Quellparteien. Wir haben mehr als 500.000 Stimmen dazugewonnen bei dieser Wahl, das in einem wirklich schwierigen Umfeld, eben gerade auch mit dem Aufstieg der AfD. Das sind Ergebnisse, über die wir uns sehr freuen. Und wenn das alles wäre, was jetzt das Ergebnis der Wahl wäre, dann würden wir im Grunde, glaube ich, nur noch feiern. Wir wissen alle, dass die Wahl natürlich noch ein paar andere Ergebnisse hatte, über die man sich nicht freuen kann. Und wir haben natürlich auch gesehen, wir haben sehr stark zugelegt in den alten Bundesländern. Wir haben aber eben auch verloren in den neuen Bundesländern, hier auch verloren an die AfD. Und natürlich werden wir auch uns mit der Frage beschäftigen müssen, woran das liegt. Generell muss man natürlich sagen, ganz unabhängig jetzt von eigenen Dingen, darüber werden wir diskutieren, und eigenen Fehlern, man sieht in Deutschland, dass im Grunde das Gleiche eintritt, was wir in vielen anderen europäischen Ländern auch schon gesehen haben. Wenn es über Jahre in einem Land eine Politik gibt, die soziale Leistungen abbaut, die für soziale Verunsicherung sorgt, die am Arbeitsmarkt dereguliert, die Renten kürzt, dann gibt es, und zwar nachvollziehbarerweise, sehr viele Menschen, die sich von dieser Politik im Stich gelassen fühlen, die das Gefühl haben, ihre Interessen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und ein Teil dieser Menschen ist dann natürlich durchaus ansprechbar durch rechte, rechtsdemagogische, teilweise auch in anderen Ländern wirklich auch rechtsradikale Parteien. Und das ist jetzt das, was wir hier auch in Deutschland erleben. Deswegen muss man ganz klar sagen, die Mütter und Väter der AfD, das sind diejenigen Parteien, die in den letzten Jahren zu wachsender sozialer Ungleichheit beigetragen haben, die den Arbeitsmarkt so gestaltet haben, dass es immer mehr unsichere, schlecht bezahlte Jobs gibt, die nichts dagegen getan haben, dass die Mieten in vielen großen Städten explodieren, dass Familien keine Wohnung mehr finden, keine bezahlbare. Und all diese Missstände haben am Ende, das bedauern wir sehr, eben eine Partei wie die AfD mit groß gemacht. Aber es ist völlig klar, wenn man möchte, dass dieser Partei der Boden wieder entzogen wird, dann muss es in diesem Land eine sozialere Politik geben. Ansonsten gibt es da wahrscheinlich relativ wenig Chancen. Wir haben jetzt zur Kenntnis genommen, dass die SPD sagt, dass sie keine große Koalition wieder eingeht. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. Also so genau weiß man das ja immer nicht. Aber das alleine reicht nicht, sondern es wäre natürlich schön, wenn wir mit der SPD irgendwann auch wieder eine sozialdemokratische Partei hätten, die sozialdemokratische Politik macht, weil dann gäbe es ja auch möglicherweise die Chance auf andere Mehrheiten. Weil Frau Merkel hat ja diese Wahl nicht gewonnen, weil sie so bravourösen Zuspruch hat. Das sieht man ja im Ergebnis der CDU. Frau Merkel hat die Wahl gewonnen, weil sie keinen ernstzunehmenden Herausforderer hatte, der wirklich auch eine Alternative formuliert hat, weil das eben die SPD mit Martin Schulz nicht getan hat. Das schwache Ergebnis der CDU zeigt ganz klar, dass es hätte anders laufen können. Aber jetzt schauen wir mal, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Wir werden soziale Opposition bleiben und wir werden sehr, sehr klar dort unsere Positionen im nächsten Bundestag vertreten. Danke, Frau Wagenknecht. Herr Bartsch. Ja, von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie können bei uns sicher sein, dass wir alle bleiben in der Pressekonferenz. Wir alle haben logischerweise zwei Herzen in unserer Brust. Das eine ist unser Ergebnis. Ja, wir haben zugelegt. 500.000 Stimmen mehr ist ein deutlicher Gewinn. Wir werden in der neuen Fraktion mit 5 Abgeordneten mehr vertreten sein. 69 Abgeordnete ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen. 37 Frauen, 32 Männer. Auch das finde ich sehr positiv. 5 Direktmandate hat die Linke gewonnen. Auch eine positive Entwicklung. Also mit diesem Ergebnis, wenn man es allein betrachtet, kann man zweifellos zufrieden sein. Ansonsten ist augenfällig, dass es einen Rechtsruck in unserem Land gegeben hat.
Das kann man auch nicht nur an dem verheerenden Ergebnis der AfD festmachen, sondern da gibt es auch andere Indikatoren. Fakt ist eins, es rächt sich bitter, dass die Mehrheit, die es in der letzten Legislatur gegeben hat, eine Mehrheit jenseits der Union, nie politisch genutzt worden ist. Nur einmal bei der Ehe für alle, wie Sie wissen. Ansonsten ist das nicht manifest geworden. Man hätte ja zumindest versuchen können, sozialdemokratische Politik durchzusetzen. Wir bedauern das. Das ist schade. Jetzt sind andere Konstellationen angesagt. Bin sehr gespannt, wie die Regierungsbildung sein wird. Die Verluste der Union, auch der CSU im Übrigen, sind ja wirklich beachtenswert. Ich glaube, dass eine wesentliche Ursache ist der Schlafwagenwahlkampf, den Frau Merkel geführt hat. Sie glaubte, damit gelassen ins Kanzleramt zu kommen. Nun wird es interessante Koalitionsverhandlungen geben. Unsere Aufgabe im neuen Parlament ist klar und eindeutig. Wir werden die soziale Opposition sein, ohne Wenn und Aber. Wir werden thematisch daran anknüpfen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, aber auch über die Herausforderungen, die dieses Jahrhundert bringt, zu reden haben und Konzepte entwickeln, die dann alternativ zu einer eventuellen Jamaika-Koalition oder was auch immer steht. Gestatten Sie mir noch eine abschließende Bemerkung zu der AfD. Mal sehen, wie groß die Fraktion dann am Ende sein wird. Das ist jetzt aber gar nicht mein Punkt. Ich finde schon beachtenswert, auf welche Art und Weise denn am Wahlabend aufgetreten worden ist. Sie erinnern sich ja, dass nach der letzten Wahl Die Linke Oppositionsführerin war. Aber bei uns hat es niemanden gegeben, der etwa gesagt hat, bei aller Kritik an Frau Merkel, dass wir sie jagen werden oder Ähnliches. Ich glaube, dass das sowohl von der Wortwahl als auch vom Agieren eine ganz andere Qualität ist. Und wir alle, im Übrigen Sie auch als Journalistinnen und Journalisten, werden sich auf was alles einstellen müssen. Und ich glaube, wenn man das Ergebnis betrachtet, müssen wir nachdenken. Aber in der Gesellschaft müssen auch andere nachdenken. Auch über die Dinge, die in Berichterstattung, in Beschreibung dann im Vorfeld gelaufen sind. Ich finde, das, was Herr Gauland da gemacht hat, wir holen uns unser Volk zurück, das ist eigentlich Überschreitung einer Linie. Das geht so nicht. Deswegen ist auch ganz klar, unser Angriffspunkt wird die neue Regierung sein, aber wir werden auch in großer Klarheit uns mit Dingen auseinandersetzen, wenn sie weder in den Deutschen Bundestag gehören noch durch Grundgesetz und Ähnliches gedeckt sind. Also unsere Aufgabe ist beschrieben, gestärkt im nächsten Deutschen Bundestag. Die Herausforderung nehmen wir an. Dankeschön. Danke, Herr Bartsch. Frau Kipping. Ja, auch ich habe gemischte Gefühle, was die Bilanz des gestrigen Abends anbelangt. Über unser Ereignisergebnis konnten wir uns freuen. Zu den positiven Sachen, die schon erwähnt wurden, gehört ja auch, dass wir sozusagen bei den unter 35-Jährigen sogar bei 11% liegen, dass wir in Ostberlin die Direktmandate erfolgreich verteidigt haben. Und zu dem Erfreulichen dieses Wochenendes gehört auch, dass allein übers Wochenende bei uns in der Bundesgeschäftsstelle 380 Neueintritte gekommen sind. Also das heißt schon, das gibt auf jeden Fall Rückenwind für die Landtagswahlen in Niedersachsen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass auf Grundlage dieses Ergebnisses, dass uns auch in Niedersachsen der Einzug in den Landtag gelingen wird. Hin zu dem Erfreulichen, was unsere Partei auch in diesem Wahlkampf geleistet hat, was auch eine Leistung an der Gesellschaft war. Unseren Wahlkämpfenden ist es zu verdanken, dass überhaupt soziale Themen wie Rente, bezahlbares Wohnen, Personalmangel in der Pflege immer wieder angesprochen und thematisiert wurden. Und diese Leistung ist umso größer, weil natürlich diese Themen in den großen Talkshows oft nur am Rande behandelt wurden. Aber unterm Strich, und das macht die Gefühle halt so gemischt, ist dieses Ergebnis natürlich Ausdruck einer Rechtsverschiebung in der Gesellschaft. Und wenn das fortschrittliche Lager bei 40% liegt und man sagen kann, es gibt gerade keine Mehrheit links von Merkel, dann ist das was, was für uns alles andere als ein Grund zur Freude ist. Und hinzu kommt, wir haben in Sachsen zum Beispiel Orte, wo AfD mit den Positionen, die sie jetzt vertreten hat, über 50% gekommen ist. Also das ist natürlich ein Punkt, mit dem wir uns klar auseinandersetzen müssen. Und ich möchte, da ich aus Sachsen komme, doch einen Punkt sagen. In Sachsen konnte man eins sehr gut beobachten. Dann haben wir seit der Wende eine Landesregierung CDU geführt, die im Besonderen noch mal stärker als andere CDU-Landesverbände Deutungsmuster der Rechtspopulisten übernommen hat, eher auf Kumpanei oder eher Verharmlosung sozusagen von braunen, sich verfestigten Strukturen gesetzt hat, auf Kumpanei mit der AfD gesetzt hat. Und man sieht eben in Sachsen, dass genau dieser Kurs der Verharmlosung, der Übernahme von Deutungsmustern und der Kumpanei ganz klar am Ende die AfD stärkt. Und auch deswegen sind wir ganz entschieden, hier klare Kante gegen rechts zu geben. Ansonsten, wenn wir uns die gesellschaftliche Situation anschauen, muss man ja auch sagen,
Was da jetzt ansteht, das wird interessant, denn wir werden wahrscheinlich die schwächste Merkel-Regierung haben. Ich bin gespannt, wie die Grünen es schaffen wollen, den Kern ihrer Ziele im Flüchtlingsschutz und Klimaschutz in dieser Regierung mit Seehofer und Lindner auch noch irgendwie durchzusetzen. Und was da als Koalitionsvertrag womöglich rauskommt bei Jamaika, wird wohl eher ein schlechter Witz von Formelkompromissen sein. Und es ist höchst zweifelhaft, dass das über 4 Jahre hält. Also das heißt, da ist gesellschaftlich einiges in Bewegung. Für uns steht fest, wir werden jetzt klar Opposition für soziale und ökologische Gerechtigkeit sein. Wir wollen eine Opposition in Bewegung sein und das ist durchaus als Einladung zu verstehen, ist Opposition in Bewegung an die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die mit uns Druck machen wollen für soziale Gerechtigkeit und gegen rechts, aber auch an SPD und Grüne. Jetzt gilt es zu kämpfen. Wir müssen klar sagen, die Runde gestern Abend ging erstmal an die gesellschaftliche Rechte. Ab heute früh beginnt die nächste Runde und jetzt müssen wir um neue gesellschaftliche Mehrheiten streiten, und zwar fortschrittliche. Danke, Frau Kipping. Herr Rieksinger. Ja, es gibt keinen Zweifel, wir gehören zu den Wahlgewinnern. Das Gesamtergebnis ist schlecht, aber das muss sich, also das Gesamtergebnis im Spektrum, aber für die Linke gibt es schon 2 herausragende Entwicklungen. Erstens, wir sind im Westen stark angestiegen, also wenn wir in Bayern und Baden-Württemberg über 6% bekommen und in anderen Bundesländern wie NRW über 9%, dann ist das richtig gut. Und in manchen Städten sind wir richtig gewachsen. Also positive Seite, genauso die Entwicklung bei den jungen Menschen, auch als Reaktion im Übrigen gegen rechts, dass sich mehr junge Leute aus Angst vor der Rechtsentwicklung auf der linken Seite bei uns engagieren, ist positiv. Über die Ergebnisse im Osten müssen wir uns große Gedanken machen. Trotzdem muss ich diesen Schuh in erster Linie Frau Merkel anziehen, die durchs Land gereist ist und gesagt hat, Deutschland geht so gut wie noch nie. Und völlig übersehen hat, dass der Aufschwung und dieses Gute an 40-50% der Menschen vorbeigegangen ist und die soziale Spaltung im Osten noch mal deutlich größer ist als im Westen und die Zahl der abgehängten Regionen zugenommen hat und das Gefühl vorherrscht, wir werden nie wirtschaftlich und sozial wirklich den Anschluss finden an die Entwicklung im Westen. Und dass dann viele gesagt haben, wir machen einen Denkzettel für die Frau Merkel und wählen die AfD. Und wir müssen natürlich die Frage beantworten, warum ist das nicht stärker zu uns gegangen? Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass die AfD hier einfache Antworten, einfache Sündenböcke bietet und dass sie die Wut zum Ausdruck bringt und wir jetzt deutlich machen müssen, dass sie überhaupt keine Lösungen hat für diese Fragen, sondern im Gegenteil, ihre Lösungen würden für die Leute, die im Niedriglohnbereich sind, im mittleren Bereich oder erwerbslos sind, sogar die Situation verschlechtern. Das wird eine ganz wichtige Aufgabe für uns sein in den nächsten Jahren. Es ist völlig klar, was hier stattfindet im Deutschen Bundestag, wird eine Zäsur sein, dass zum ersten Mal eine Partei reinkommt, die offen nationalistisch ist, die offen fremdenfeindlich ist, die in ihren Reihen Abgeordnete duldet, die eine Nähe zu Neofaschisten hat oder sogar selber diese Überzeugungen vertritt. Das wird die politische Lage verändern. Es wird für alle Parteien interessant. Ich kann nur 2 Sachen sagen. Wir werden 2 Strategien damit entwickeln. Das eine ist, die AfD muss wissen, in uns findet sie den härtesten Gegner. Wir werden überall, auch in der Gesellschaft, dagegen stehen, dass Rassismus, dass ausländerfeindliche, dass nationalistische Positionen vertreten werden. Und es ist wichtig, dass das im gesellschaftlichen Raum gemacht wird, weil ich finde, den Rechten wurde hier schon viel zu viel Raum gegeben und eingeräumt. Und das wird eine Aufgabe sein. Und die zweite Aufgabe wird aber auch sein, den sozialen Nährboden anzugehen, auf dem solche Ideologien gedeihen. Und das ist eben die soziale Spaltung im Land. Und dass für viele Leute der Eindruck entsteht, wir werden nicht an dem beteiligt, was wir hier alles erarbeiten, sondern wir werden ausgegrenzt. Oder wir haben jetzt 20-30 Jahren uns abgebuckelt und kriegen eine schmale Rente. Diesen sozialen Nährboden anzugehen und unsere Konzepte näher an die Leute ranzubringen,
weil wir haben uns nicht umsonst die Mühe gemacht, ein Wahlprogramm zu machen mit klaren Alternativkonzepten. Das wird eben unsere Aufgabe für die nächsten 4 Jahre sein. Was die SPD macht, wird spannend. Ich begrüße es sehr, dass die in die Opposition geht. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir noch mal 4 Jahre große Koalition bekommen hätten, aber in die Opposition zu gehen, das hat der Frau Wagenknecht gesagt, reicht nicht aus. Sie muss auch ihren Kurs korrigieren, sodass die Chance besteht, den linken Teil der Republik wieder zu stärken und sagen wir mal, die politische Hegemonie links von der Mitte zurück zu gewinnen. Da wird sie eine große Verantwortung haben. Was sie vielleicht lernen kann aus dem Wahlkampf, ist das Rumgeeiere und nach allen Möglichkeiten zu schielen und keine klaren Konzepte zu entwickeln, letzten Endes nicht weiterhilft. Da sitzt man dann eben im Boot mit den Konservativen und muss auch die Niederlagen der Konservativen mitverantworten oder mittragen. Und selber wird man in diesen Sog hineinkommen. Für die Linke ergibt sich trotzdem ein optimistisches Bild. Wir haben wirklich einen Zuwachs in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen, den wir hoffentlich, und da werden wir alle Anstrengungen unternehmen, in den nächsten 4 Jahren weiter ausbauen können. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Fragen, haben Zeit bis um 11. Ich habe auch schon eine gut gefüllte Liste. Die erste Frage hat der Kollege Meißner. Herrn Barth, im Bundestag hat sich die Union ja bisher sehr schwer getan mit gemeinsamen Initiativen mit der Linken, mit Ausnahme NSU-Ausschuss gab es da praktisch nichts. Wünschen Sie sich, dass sich das in der neuen Konstellation ändert? Haben Sie auch berechtigte Hoffnung, dass sich da was tut? Haben Sie womöglich sogar schon Gespräche geführt? Also ich gehe davon aus, dass es in dieser Frage eine weitere Normalisierung gibt. Auch in der vergangenen Legislatur hat zwar Herr Kauder weiter dafür gesorgt, dass es keine gemeinsamen Anträge oder Ähnliches gibt, selbst bei Dingen, die die gesamte Gesellschaft bewegen. Ich gehe davon aus, dass die Normalisierung hier weiter einzieht. In Ausschüssen hatten wir das bereits anders. Ich glaube auch, dass es angesichts der neuen Konstellationen dringend notwendig wäre, sehe aber, dass die Union im Moment wirklich andere Sorgen hat, als über die, über das Agieren im Parlament mit der Linken zu reden. Die nächste Frage, Frau Lehmann. Wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann muss man ja konstatieren, dass es im Osten und Westen sehr, sehr unterschiedlich gewählt wurde und man eigentlich eine Woche vor dem Tag der Deutschen Einheit von einem geteilten Land sprechen muss. Sie haben Ihren Landesverband Sachsen schon erwähnt, Frau Kipping. Die AfD ist dort stärkste Kraft geworden. Kann man das nur damit begründen, dass es soziale Ungerechtigkeit aus Ihrer Sicht besonders im Osten gibt? Oder ist es auch ein Thema, das ist der demokratischen Kultur? Und müssen Sie als Linke sich fragen, warum der Denkzettel für Frau Merkel denn nicht tatsächlich war, Sie zu wählen und nicht die AfD? Also zunächst, es fallen einige Fakten zusammen. Das eine ist natürlich, Abstiegsängste sind ein guter Nährboden. Hinzu kommt natürlich neben den ökonomischen Verlustängsten auch kulturelle Verlustängste. Und ich sage das jetzt alles nicht als Entschuldigung, sondern eher, weil ich finde, es gibt keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten zu werden, aber wenn wir halt die Ursachenforschung betreiben, dann müssen wir auch ran, auch die kulturellen Verlustängste. Und da im Osten die Menschen zumindest in der Nachwendezeit schon einmal erlebt haben, das war sozusagen teilweise ihre Biografien entwertet worden, dass sie das Gefühl hat, Mensch, ist schon mal ganz viel bei ihnen umgedeutet worden. Das ist etwas, was vielleicht eine Art Retraumatisierung wieder ausgetreten hat. Also so kulturelle Verlustängste würde ich das zusammenfassen. Zum Dritten muss man für Sachsen ganz klar sagen, es ist nicht nur eine ökonomische Frage, sondern es ist auch eine Frage der demokratischen Mobilisierung der Gesellschaft. Und wenn wir junge Schüler in Sachsen erzählen, dass zum Beispiel in Bautzen in Schulen es einfach immer wieder vorkommt, dass Schüler vorne auf ihrem Heft ein Hakenkreuz drauf haben und die Lehrer nichts sagen,
aus Überforderung oder weil sie glauben, na, wir wollen doch hier nicht parteipolitisch werden. Wenn mir welche Schüler erzählen, dass auf den Jungsklos überall I like Adolf Hitler Aufkleber sind und nichts unternommen wird von Seiten der Schule, dann muss man doch sagen, gibt es auch ein Regierungsversagen im Bildungsbereich in diesen Bundesländern. Und das hat in Sachsen nun mal die CDU zu verantworten. Weil natürlich muss man in so einer Situation, wenn gerade im ländlichen Raum braunes, rassistisches Gedankengut sozusagen in wird, ja, quasi zu einer neuen Jugendbewegung wird, etwas dagegen unternehmen, Lehrer sensibilisieren, überlegen, was man dagegen tun kann und nicht zu sagen, unsere Antwort auf das Erstarken des Rechtspopulismus und sozusagen von Neonazis ist, wir machen jetzt gar keine Parteienpolitik. Und das war aber der Gestus, in dem man in Sachsen rangegangen ist. Und ich würde noch einen weiteren Punkt nennen, die Themensetzung. Solange eben nur immer über Sicherheit und sozusagen in einem TV-Duell zwei Drittel der ganzen Zeit über den Flüchtling als potenziellen Terroristen und Kriminellen geredet wird und soziale Themen nur innerhalb von 3 Minuten abgehandelt werden, dann macht man die Themen stark, die eher der AfD in die Hände spielen. Wissen Sie, mein Wahlkampf war ja auch so angelegt, ganz viel im Gespräch zu sein. Insofern war ich auch nicht überrascht über das Ergebnis. Ich würde sagen, es gibt zweierlei. Es gibt einerseits bei einem Teil eine wirklich verfestigte rassistische Einstellung. Aber es gibt auch etwas, das, was in den Leuten angerufen wird, ist noch offen. Also zu Beginn von vielen Gesprächen hieß es immer so, ach, wissen Sie die Flüchtlinge? Und wenn man dann den Leuten nicht nach dem Mund geredet hat, aber weiter im Gespräch geblieben bin, haben wir nach 1-2 Minuten eigentlich dann über solche Fragen wie, ja, man hat Ärger mit dem Jobcenter. Man sucht verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Leute haben Angst vor einer Rente. Also dann warst du bei sozialen Themen, wo die AfD nichts zu sagen hat. Aber die müssen halt stark gemacht werden, müssen wieder das Dominante sein und nicht das Gefühl, sagen wir reden so lange über Ausländer und Geflüchtete als ein Problem, sozusagen, bis die Leute wirklich glauben, dass das die Ursache all ihrer Probleme ist. Und ein viertes, sozusagen, würde ich noch bei der Ursachenanalyse dazu machen. Erinnern Sie sich im Wahlkampf an, kurz nach der Nominierung von Martin Schulz, wo die SPD so nach oben gegangen ist und viel mehr über eine mögliche linke Alternative zu Merkel gesprochen wurde. Da sind die Themen der AfD und die AfD nicht nach oben gegangen. Da hatte man eher den Eindruck, die gehen nach unten und gehen wieder zurück in die Bedeutungslosigkeit, wo sie hingehören, meiner Meinung nach. Und in dem Maße, wie die Glaubwürdigkeit der SPD wieder gebröckelt ist, weil sich Martin Schulz diesen blöden Spin hat einreden lassen, dass Rot-Rot-Grün für ihn eine Gefahr ist oder er sich nicht durchsetzen konnte in seiner Partei, in dem Maße sind wieder die Themen und der AfD und die AfD selber nach oben gegangen. Also ich würde sagen, dass es keine glaubwürdige Machtalternative links von Merkel gibt, hat am Ende auch die Rechten stark gemacht. Ja, gestatten Sie mir ein paar wenige Ergänzungen. Das eine ist, ich wehre mich dagegen, das als ein ostdeutsches Problem zu sehen. Wir haben in beiden Landeshälften für die AfD verheerende Ergebnisse. Zweitens, ich glaube, dass es gar nicht parteipolitisch zuallererst zu verorten ist. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, was größer ist, als es Parteien lösen können. Auch andere gesellschaftliche Gruppen spielen da eine Rolle, wenn wir dieses Problem ernsthaft annehmen wollen. Auch Kirchen, auch Gewerkschaften, auch Journalisten. Ich glaube, die Herausforderung ist viel größer, als dass man sie etwa auf eine einzelne Partei geben kann. Das Dritte, was ich sagen will, ja, es ist leider so, dass die AfD Adresse war für manch einen, der gesagt hat, darüber ärgern die sich am meisten. Das ist ein Punkt, den ich nicht nur einmal gehört habe. Ich kann da als jemand, der aus Vorpommern kommt, da also Lieder von singen, dass das so ist. Und deswegen haben wir auch eine Aufgabe. Wir haben als Linke dort eine Aufgabe, eine Herausforderung, die wir offenkundig ja nicht so realisiert haben. Das ist Aufgabe, wird Aufgabe bleiben. Aber ich will zumindest auch ergänzen, dass die AfD bei der Bundestagswahl schwächer war als bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Das ist gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber diese Entwicklung muss fortgesetzt werden, der Auseinandersetzung. Denn das sehen wir im Praktischen. Und das, finde ich, muss noch viel deutlicher werden. Also ich könnte jetzt über mein Bundesland berichten, wo die AfD jetzt bald 2 Fraktionen haben wird, wo Leute aus der Fraktion raus sind, wie in Thüringen und so weiter. Das stört die Leute im Moment nicht. Und trotzdem ist es so, dass man das wahre Gesicht der Partei auch zeigen muss. Die letzte Bemerkung, die ich machen will, finde trotzdem bedenklich, dass wir halt Bundesländer haben mit Wahlbeteiligung unter 70%, wie in Sachsen-Anhalt. Darüber müssen wir nachdenken. Das sind noch mal 30%. Über 30 in Sachsen-Anhalt, 30 bei mir in Mecklenburg-Vorpommern, die sich verabschiedet haben. Auch das ist Herausforderung, auch von uns. Aber ich möchte es wirklich deutlich weiterziehen, als wenn wir jetzt sagen, naja, da hätte die Linke auch ein Problem und andere. Nein, wir haben ein gesellschaftliches Problem und wir sollten
gemeinschaftlich auch noch mehr investieren in den Nachdenkbereich, was wir denn tun können. Zusatz? Darf ich noch nachfragen? Warum ist das kein ostdeutsches Problem, wenn die AfD tatsächlich in den neuen Bundesländern fast überall zweitstärkste Kraft wird, was in den westdeutschen Bundesländern nicht der Fall ist? Habe ich nicht gesagt, es ist nicht ausschließlich ein ostdeutsches Problem, weil ich finde, wenn die AfD zweistellig wird in Bayern, ist es vielleicht auch ein Problem. Also 12%. Oder in Baden-Württemberg zweistellig, ist es auch ein Problem. Dass es im Osten schwieriger ist, habe ich eben gesagt. Aber ich wehre mich dagegen, das jetzt als ein ostdeutsches Problem etwa zu kennzeichnen. Das wäre falsch. Wir haben eine Herausforderung gesellschaftlicher Natur, die in besonderer Weise, im Übrigen, Ostdeutschland ist nicht Ostdeutschland. Also in meinem Wahlkreis ist die AfD deutlich auf Platz 4. Also mit Abstand. Das ist jetzt gar nicht der Punkt, aber es gibt eben auch dort Ostvorpommern, wo die AfD kurz vor Platz 1 steht. Das ist alles Wahrheit und da gibt es Gründe für. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Die nächste Frage, Herr Ballett. Herr Bartsch, die Arbeit der Linken in der Opposition wird ja aus mehreren Gründen schwieriger. Sie geraten ja möglicherweise in die Gefahr eines doppelten medialen Windschattens, wenn die Groß-SPD in die Opposition kommt und wenn das laute Protestsammelbecken AfD im Parlament ist. Müssen Sie gerade vor diesem Hintergrund selber nochmal Ihre Positionen in einigen Punkten klären und nachschärfen? Mir scheint, es gibt einige Stimmen in der Partei, die zum Beispiel sagen, gerade in Abgrenzung oder im Verhältnis zur AfD täte es der Linken gut, nochmal neu nachzudenken, klarere Positionen zum Thema Europapolitik, Verhältnis zur EU und auch zum Verhältnis zu Russland zu finden. Wie finden Sie das? Also was das Thema Russland betrifft, verstehe ich knapp die Frage. Ich glaube, da haben wir eine klare Haltung und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass wir dort eine Veränderung vornehmen müssen. Unsere Position dort ist klar. Wir wissen, dass Russland ein turbokapitalistisches Land ist, wo in kürzester Frist Milliardäre entstanden sind. Das sehen wir kritisch. Wir haben selbst im Deutschen Bundestag Anträge gestellt in der letzten Legislatur, die sich deutlich kritisch zum Beispiel mit dem Umgang Homosexueller befasst haben. Und trotzdem kritisieren wir sehr deutlich die Russlandpolitik Deutschlands, weil wir sie für falsch erachten. Wer wirklich meint, mit Sanktionen ein Land in die Knie zwingen zu können oder Ähnliches, der liegt falsch. Und ich bin vergleichsweise sicher, dass es hier Veränderungen geben wird, vielleicht auch bei einer anderen Oppositionspartei. Also da sehe ich das überhaupt nicht. Was Europa betrifft und was andere Fragen betrifft, natürlich werden wir unsere Positionen schärfen. Sie können sicher sein, dass wir nicht stehen bleiben werden, sondern wir werden uns nach vorne entwickeln. Aber wir machen unsere Positionierung nicht abhängig von anderen Parteien. Wir schauen in die Gesellschaft und wir machen Angebot für die Menschen. Und wissen Sie, dass wir da in medialen Windschatten, ehrlich gesagt, das hat es auch jetzt in der Endphase der Wahlen gegeben, dass wir hier und da in einem Windschatten waren. Wenn ich immer noch daran denke, wie die Frage, wer dritte Kraft wird, Grün oder FDP, ich könnte jetzt Abhandlung dazu hier machen, das mache ich nicht. Das ist ja so nicht ganz geworden. Wir wollten das auch unbestritten, das haben wir nicht geschafft, das ist klar. Aber unsere Aufgabe ist wie vorher, selbstverständlich auch für Öffentlichkeit zu sorgen. Das werden wir vermutlich wie bisher auch auf anderen Wegen machen müssen als andere Parteien. Das ist nun mal so. Aber eine Bemerkung lassen Sie mich dann trotzdem noch machen, weil immer Sie auch sagten, von der großen SPD und der, erstmal, wir sind jetzt fast halb so stark wie die Sozialdemokraten. Ich will nur darauf hinweisen. Und zweitens will ich darauf hinweisen, wenn man sich die Länder anschaut, es ist wieder bei der Bundestagswahl so gewesen, wie immer, dass wir in allen ostdeutschen Ländern vor der SPD sind. Ich will das zumindest mal erwähnen, weil immer so getan wird, die große SPD und die kleine Linke, das ist nicht der Fall. Also es ist nicht der Fall. In keinem ostdeutschen Bundesland, einschließlich Berlin, ist die SPD vor uns. Und das ist aber überhaupt nicht unser Maßstab, weil es wird eine andere Regierung bilden. Wir wollen in besonderer Weise, dass der Kurs, der in den letzten Jahren gefahren ist, das ist doch der Kern. Das Land ist verwaltet worden und nicht gestaltet worden. Das hat die Leute auch zu dieser Frusthaltung gebracht. Ein Teil der Leute. Ein Teil der Leute. Aber das ist unsere Aufgabe, hier auch noch klarer Kante zu zeigen, eigenständigen Weg in der Opposition, natürlich zuallererst im sozialen Bereich, aber durchaus in der gesamten Palette der Politik. Die nächste Frage, Frau Kollegin. Herr Bartsch, das habe ich jetzt alles gehört, aber man muss doch sagen, unterm Strich ist gerade im Osten die Verluste und bei den Arbeitslosen und den Arbeitern. Also könnte man diagnostizieren, Markenkern beschädigt. Wenn Sie jetzt sagen, Profil schärfen, in welche Richtung oder vieles klingt einfach nach weiter so. Also wir werden mit Sicherheit, wenn wir bei einer Wahl zulegen,
dann werden wir jetzt sicherlich keinen Kurswechsel machen. Aber Profil schärfen heißt selbstverständlich, die Herausforderungen, die gesellschaftlich da sind, anzunehmen. Ich meine, wir können uns ja, Europa war ja eben ein Stichwort, wir können uns ja die Entwicklung Europas anschauen. Da stehen für uns selbstverständlich Herausforderungen. Und ich sage das nochmal, ja, das Thema Ostdeutschland muss bei uns nachjustiert werden. Ganz klar und eindeutig. Und das ist aber nicht ganz leicht. Das ist nicht ganz leicht. Wissen Sie, wenn ich da die Lösung hätte, das hätte ich denn schon vor 4 Wochen gemacht. Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Es ist ja nicht so, dass man am Tag nach der Wahl alles weiß, was man vorher nicht gewusst hätte. Dann hätte ich das glatt alles vorher gemacht und dann hätten wir noch bessere Ergebnisse. Also wir haben schon das gemacht, was wir glaubten, das richtig ist. Das hat sich zunächst erstmal auch bestätigt. Aber wir müssen den Hinweis, die Hinweise, die uns die Wähler gegeben haben, gerade in den neuen Ländern ernst nehmen. Auch da sage ich, also ich rede wieder von meinem Land, bei der Landtagswahl hatten wir 13%. Jetzt haben wir knapp 18. Okay, also an absoluten Stimmen ist das ein deutlicher Zuwachs. Macht mich nicht zufrieden. Macht mich nicht zufrieden, also weil selbstverständlich wollen wir auch in dem Land wieder 20 haben. Und das gilt, glaube ich, für alle Ostländer. Also der Trend, der nach unten ging, ist gestoppt worden, auch weil wir klarer uns mit der Großen Koalition im Bund auseinandergesetzt haben. Aber das ist halt das Neue, der Player AfD. Und ich könnte auch da, wissen Sie, in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt kommt kurzer Exkurs, wird hier die Hauptstadtpresse dolle interessieren, wenn ich mal einen Schwank über Vorpommern erzähle, aber da kandidiert ja auch die Kanzlerin. Tourismusförderung hier. Genau, genau. Aber Sie haben da völlig folgende besondere Situation. Sie haben über Jahre eine starke NPD im zweistelligen Bereich gehabt. Diese NPD waren Outlaws, sie waren ausgegrenzt und niemand hat mit ihnen gesprochen. Und jetzt kam ein neuer Player, mit dem man reden konnte, der plötzlich in Gesellschaft anerkannt ist. Das ist so. Ich kann das schlecht finden. Können wir nur darauf verweisen, lesen Sie den heutigen Kommentar des Chefredakteurs im Nordkurier und dann wissen Sie Bescheid, wie die Lage bei uns ist. Dann wissen Sie Bescheid. So, ich nehme das zur Kenntnis, ist völlig in Ordnung, ich habe es gar nicht zu kritisieren, aber dann wissen Sie, was Phase ist. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die ist nicht mit einfachen, also wir müssen jetzt weiter so oder nicht weiter so, Konzept für, das wird alles nicht funktionieren. Eines ist Fakt, das ist aber nicht neu, die Erkenntnis, dass der ländliche Raum in anderer Weise bei uns wieder in den Fokus kommen muss, mit all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Das ist doch, ich könnte jetzt über Breitbandausbau auch einen Kurzvortrag halten. Die Leute fühlen sich auf gut Deutsch verarscht. Vor 4 Jahren hat der Dobrindt ihnen gesagt, wir werden das beste Netz haben. Und weder ist der Breitbandausbau da, wo er hingehört, noch kann man, wenn man durch Vorpommern fährt, in irgendeiner Weise auch nur mal ein Gespräch von 3 Minuten führen. Weil wir halt ein schlechteres Netz haben als Rumänien oder Georgien. Das ist der Fakt. Und da sagen die Leute, ja, ihr seid doch aber da schon ewig im Bundestag drin. Warum habt ihr das nicht verändert? Kann ich denen dreimal erklären, dass wir im Moment leider nicht regieren und auch die nächsten 4 Jahre. Aber das überzeugt sie nicht immer. Das ist der Punkt. So, und das ist nicht mit einem Konzept. Kann ich ein wunderbares Konzept zur Rente oder Ähnliches machen? Da sagen die, ja, Väterchen, es gibt ein anderes Problem. Und das ist gefühlt. Die nächste Frage, Kollege Decker. Frau Wanknecht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben Sie gestern Abend als Grund für den Wahlausgang auch benannt, dass in der Flüchtlingspolitik die Dinge nicht so benannt worden seien, wie das nötig gewesen wäre. Ist das so? War es dann so, dass Sie sich sozusagen im Wahlkampf dann ein bisschen zusammengerissen haben und erst jetzt deutlicher sagen, was Sie da wirklich denken? Eine zweite Frage ist an Frau Kipping. Frau Kipping, es geistert irgendwie das Gerücht oder wie auch immer durch die Gegend, dass Sie sich um den Fraktionsvorsitz bewerben könnten, wollten, werden, wie auch immer. Können Sie dazu was sagen? Gerne. Also zunächst einmal, natürlich spielte die Flüchtlingsfrage bei denen, die von uns zur AfD gegangen sind, eine zentrale Rolle. Also da kann man sich ja nicht in die Tasche lügen. Das ist nicht die Gesamtfrage. Ich meine, man muss ja auch sehen, wir haben besonders in Ländern auch verloren, wo wir jetzt in der Regierung sind. Brandenburg zum Beispiel haben wir die größten Verluste, soweit ich das sehe. Auch in Thüringen haben wir viel verloren. Also da gab es viele Dinge, die zusammenkamen. Aber ich muss ja auch sagen, was ich alleine an Resonanz im Wahlkampf bekommen habe, war immer wieder dieser Punkt, wir finden euch eigentlich gut, wir finden eure Forderungen gut, aber an diesem Punkt gehen wir nicht mit. So, und da geht es ja nicht darum, dass wir jetzt hier komplett unsere Position ins Gegenteil verkehren. Ich finde, es ist absolut richtig und wichtig, dass es wenigstens eine Kraft im Bundestag gibt, die klar sagt, wir verteidigen das Recht auf Asyl.
Das ist ja bei allen anderen so nicht mehr der Fall. Also wer politisch verfolgt wird, muss in Deutschland Anspruch auf Asyl haben. Und deswegen haben wir uns da ja auch immer als Bundestagsfraktion klar verhalten. Wir haben trotzdem teilweise eben bestimmte Probleme, die die Leute erleben. Und zwar vor allem Leute, die in weniger wohlhabenden Vierteln wohnen, weniger benannt. Wir haben auch aus Sorge, dass man damit Ressentiments bedient. Klar, das war ja der Hintergrund. Aber die Frage ist eben, sollte man der AfD überlassen, bestimmte Dinge anzusprechen? Und wir werden natürlich darüber diskutieren. Ich meine, was die Wahl gezeigt hat, auch in Relation mit den Landtagswahlen, ist, dass es natürlich, das ist eigentlich auch selbstverständlich, aber man kann es ja trotzdem auch mal sagen, so wie bei anderen Parteien auch, bei uns zumindest im Osten, eine nicht geringe Überschneidung im Wählerpotenzial und in der Wählerschaft gibt, die sowohl möglicherweise Linke wählen, als auch AfD wählen könnten. So, das sind keine Rassisten, weil sonst würden sie ja nicht die Linke wählen. Sondern das sind Leute, die sind unzufrieden, die sind sauer, die fühlen sich zurückgesetzt und offensichtlich haben wir einen Teil dieser Leute bei dieser Wahl nicht mehr erreicht. In noch viel größerem Maße haben wir sie bei den Landtagswahlen nicht mehr erreicht. So, und da müssen wir einfach drüber nachdenken. Wie gesagt, da ist die Flüchtlingsfrage und der Umgang damit ein Punkt. Aber es gibt natürlich noch weitere Punkte, was das Auftreten, was das Image als Protestpartei und vieles andere mehr angeht. Ja, vielen Dank, Herr Decker, für Ihre Frage. Dieses Gerücht, was ja auch in einigen Artikeln in einer sehr speziellen Art und Weise wiedergegeben worden ist, zeigt ja, dass das Verbreiten von Fake News keine Erfindung der Rechten ist. Und bei manchen Artikeln hatte ich auch den Eindruck, dass es irgendwie so eine Begeisterung für Schlammcatchen zwischen Frauen gibt und das wird dann projiziert von den Einzelnen irgendwie auf alles, was in der Partei passiert. Ich kann nur sagen, wenn es bei uns in der Linken eine Kontroverse gab, dann war das immer eine Kontroverse in der Sache, an dem Inhalt, aber war sozusagen nicht der Kampf um den Posten. Und ich kann nur ganz klar sagen, dieses Gerücht entbehrt jeder Grundlage. Bernd Rixinger und ich, wir haben einen tollen Job als Parteivorsitzende gemacht. In diesem Wahlkampf hat so manches auch Früchte getragen, wo wir die Grundlage gelegt haben. Also dass beispielsweise unser Engagement für mehr Personal im Pflegebereich so glaubwürdig ist, liegt auch daran, dass wir da seit Jahren dran arbeiten, dass wir bei jungen Leuten punkten konnten, liegt an den Ergebnissen. Und deswegen würde ich diesen Posten als Parteivorsitzende gern weitermachen. Die nächste Frage, Herr Wegner. Hat er nicht gehört? Ach doch. Daran anschließend vielleicht nochmal die Frage an alle vier. Bleibt es aus Ihrer Sicht jeweils in der personellen Konstellation, die wir jetzt bei Ihnen haben? Ich kann vielleicht für die Fraktion sagen, die Fraktion wird Mitte Oktober eine Klausur machen und da wird sie ihre Fraktionsspitze wählen. Also es ist ja nicht so, dass man sich in der Linken ernennt, sondern man wird gewählt. Und je nachdem, wie die Fraktion sich dann entscheidet, wird die Fraktionsspitze aussehen. Und bei den Parteivorsitzenden ist ja auch klar, das ist dann der nächste Parteitag, der das entscheidet. Also, aber ich glaube, sagen wir, für unmittelbare Rücktritte gibt es zumindest bei diesem sehr guten Ergebnis, das wir erreicht haben, keinen Anlass. Ja, ich glaube, wenn ich da mal sagen darf, wir gehören zu den Wahlgewinnern. In aller Regel, wenn man Wahlen gewinnt, muss man sich nicht personellen Diskussionen aussetzen, sondern dann heißt ja, dass die Akteure, die Spitzenkandidaten, die Parteiführung, die ganze Partei ihre Arbeit gut gemacht hat. Die Punkte, die jetzt hier angesprochen werden, wo wir eben auch sagen wir mal, Probleme bekommen haben, die müssen wir jetzt bearbeiten. Das ist eine konzeptionelle Aufgabe für die Partei und eine ganz wichtige inhaltlich-strategische Aufgabe. Wir werden uns damit befassen müssen, wie wir mit der AfD umgehen. Wir werden gucken, wie wir unsere Positionen ausbauen. Aber für eine personelle Debatte in der Führung gibt es keinen Grund. Die nächste Frage, Herr Steiner. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt hier eigentlich gar keinen Grund für Rücktritte und Ähnliches. Dann doch noch mal die Frage. Sie haben jetzt klar gesagt vorher, Sie wollen dritte Kraft werden, hat offensichtlich nicht funktioniert. Sie haben klar gesagt, wir wollen stark aus dieser Bundestagswahl herausgehen, möglichst zweistellig. Wenn ich mir das jetzt anschaue im Ergebnis, so richtig super ist das ja alles nicht gelaufen und offensichtlich, Frau Wagenknecht hat es gerade angesprochen, haben es auch nicht geschafft, die Leute so richtig zu erreichen, die eigentlich auch sagen, die Linke ist für uns theoretisch zumindest eine denkbare Alternative. Stattdessen haben sie wieder dort zugelegt, wo sie auch bei den Landtagswahlen zugelegt haben, vor allem im intellektuellen Milieu, im städtischen Milieu, im Westen.
Ist da nicht irgendwas strategisch auch ziemlich falsch gelaufen? Muss man das nicht auch so rum analysieren? Also ich, ehrlich gesagt, kann die Frage ja nochmal aufnehmen. Wir haben das zweitbeste Ergebnis erzielt in der Geschichte der Partei. Wir haben uns zweistellig vorgenommen, sind knapp gescheitert am Zweistelligen. Aber wissen Sie, ich habe das gestern Abend erlebt, wo Sieger in Form der Grünen gefeiert worden sind. Und ich lese heute alles, was das für Sieger sind. Die hatten übrigens auch gesagt, sie wollen auf dem dritten Platz sein. Ich habe nirgendwo da eine kritische Anmerkung gesehen. Wir werden unser Ergebnis analysieren. Und ja, wir hätten gerne 10 vorne gehabt, das ist doch völlig klar. Aber da wir 9 Komma und zugelegt und 5 Abgeordnete mehr, ein Direktmandat mehr, da kann man nur wirklich nicht sagen, ja, natürlich hätte ich am liebsten 50,1, das war, aber es hat nicht geklappt. Also ich sehe, dass wir uns selbstverständlich mit dem Ergebnis befassen müssen. Wir werden uns mit unseren Defiziten befassen, aber unterm Strich ist dieses Ergebnis, also dann darf ich jetzt einmal doch nochmal dran erinnern, was haben wir, also insbesondere wir beide gehört, als damals Gregor Gysi aufgehört hat. Sie haben alle geschrieben, der Niedergang und ob sie überhaupt reinkommen, ich kann das raussuchen. Und dafür kann ich nur sagen, ist es denn nun doch einigermaßen sehr gut gelaufen. Was habe ich alles vorher gehört, was passieren wird? Aber sehr entspannt und sagen, na, manch einer möge dann nochmal schauen, was er geschrieben hat. Das wäre gar nicht so verkehrt. Da könnte man nochmal nachlesen, wie schlimm das wird. Und schlimm ist es nun wirklich nicht geworden. Dafür sehen Sie uns hier alle sehr entspannt. Zusatz, jetzt sind Sie trotzdem die kleinste Oppositionspartei aller Voraussicht nach im Bundestag. Sie kennen die Zahlen nicht, offenbar. Die kleinste Oppositionspartei? Ach so, na gut, bei Jamaika, ja. Jo, sieht stark danach aus. Okay. Erstmal muss es Jamaika werden und erstmal muss die AfD überhaupt so stark werden. Warten Sie doch mal ab, wie viele da in der AfD-Fraktion sind. Bleiben Sie ganz unruhig, ganz unruhig. Und wir haben nochmal 5 zugelegt. Wenn wir jedes Mal 5 zulegen, wissen Sie, wann wir die absolute Mehrheit haben? 2043. Ich habe doch meine Nachfrage noch gar nicht gestellt. Meine Nachfrage ist doch eigentlich nur... Das betrifft uns dann aber nicht mehr. Dann machen wir das nicht mehr. Nee, die Angst haben, unter die Räder zu kommen im Bundestag. Wir wollen schon noch ein paar größere Sprünge hinlegen, aber da werden wir dran arbeiten. Also, haben Sie nicht Angst, dass Sie doch ein bisschen unter die Räder kommen im Bundestag mit so vielen Parteien? Am Ende werden dann doch Sie sozusagen ja an, je nachdem, 4., 5. Stelle sprechen dürfen. Ja, das ist auch noch nicht raus. Also ich meine, Sie haben ja heute, ich weiß nicht, wie weit Sie vorhin schon hier waren, ja den Auftritt von Frau Petri erlebt. Ich weiß nicht, wie groß Ihr Anhang ist. Also, sag mal, die Stimmen, also die Rederechte richten sich ja nach der Größe der Fraktionen, nicht nach den Wahlergebnissen. Also, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir vor der AfD durchs Ziel gehen, völlig klar. Und es muss auch unser Ziel sein, Wählerinnen und Wähler, die uns diesmal nicht gewählt haben, wieder zurückzugewinnen bei nächsten Wahlen. Aber ich will auch noch eins sagen, weil das jetzt auch in den Wahlanalysen nicht so deutlich wurde, also weil bei der AfD immer gesagt wird, wir haben wahnsinnig bei Nichtwählern gewonnen. Wir haben in erheblicher Zahl auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler gewonnen. Also das ist auch nicht so ganz einfach. Das ist, finde ich, schon ein großer Erfolg. Und jetzt gucken wir erstmal, wie sich das alles im Bundestag zusammenrüttelt. Also Sie sind immer schon so fest überzeugt, was jetzt wird, wie die Fraktionen sind, welche Regierung gemacht wird. Gucken wir uns erstmal an. Vielleicht kriegen wir eine Minderheit. Nächste Frage, Frau Kollegin. Ja. Nochmal zu der Frage, also nochmal die Frage an die beiden Parteivorsitzenden und an Herrn Bartsch. Hat es sich die Linkspartei in der Flüchtlingsfrage zu leicht gemacht? Und wird das Thema erneut zu diskutieren sein, wenn es darum geht, Wähler zurückzuholen? Also ich würde sagen, wenn das, was wir schon auf dem Parteitag vor unserem Wahlprogramm beschlossen haben, das Regierungsprogramm geworden wäre, nämlich die soziale Offensive für alle, dann würden wir in diesem Land ganz anders dastehen. Und ich finde, das, was wir dort vorgelegt haben, ist die beste Antwort. Leider muss man sagen, hat halt die Regierung das unterlassen, was wir vorgeschlagen haben, nämlich eine soziale Offensive für alle. Das soll heißen, man nimmt mehr Geld in die Hand, um mehr Lehrkräfte zu schaffen, mehr öffentlich geförderte Beschäftigung und mehr bezahlbaren Wohnraum. Und im Übrigen glaube ich, dass wir ja auch was Weiteres gesehen haben gestern Abend. Es gibt ja, also ich meine, für mich war das keine Überraschung, aber ich glaube, für sehr viele war es eine Überraschung, dass die AfD so stark eingezogen ist. Und das hat nochmals einen unglaublichen Politisierungsschub, gerade bei jungen Leuten. Und wir haben ja, ich habe das ja vor uns erwähnt, allein gestern Abend 250 Eintritte nur über die Online-Formulare. Und wir werden ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir sagen würden, und jetzt verprellen wir all die vielen Leute, die sich an dieser Frage Auseinandersetzung mit rechts klar positionieren wollen. Ich glaube, wenn ich da noch sagen darf, die Auseinandersetzung mit den Rechten
wird keine kurzfristige sein. Also dazu erwarten, dass man das innerhalb jetzt von ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren lösen kann, wäre ein falscher Ansatz. Wir müssen uns ja mal ein bisschen in Europa umgucken und stellen doch fest, dass das ein europäisches Phänomen ist. Und wenn wir die USA einbeziehen, auch. Ja, es gibt insgesamt eine Rechtsentwicklung, das ist eine Reaktion auf eine sozial zerfasernde Welt und auf eine unsichere Welt. Und viele Leute wollen da einen festen Anker finden, keine neue geschichtliche Erfahrung im Übrigen. Und die Linke muss sich dieser Frage stellen. Aber was ein ganz großer Fehler wäre, wenn man Positionen über Bord werfen würde, dass das natürlich eine Rolle spielt bei den Entscheidungen der Leute, und die Flüchtlingsfrage ist völlig klar. Aber es ist die Aufgabe, da dagegen zu halten. Die wird nicht einfach sein. Und ich habe auch noch mal gesagt, wir haben da eine doppelte Rolle. Einerseits einen ideologischen Kampf oder, was Katja Kipping gesagt hat, einen kulturellen Kampf, den sie ja führen. Sie wollen ja quasi die Welt in die 50er Jahre zurückhaben, mit ihrer Vorstellung zur Ehe, zum Deutschtum, muss man nur die Plakate angucken. Das ist ja völlig, völlig irre. Also alles, was an emanzipatorischen Errungenschaften da ist, wollen sie zurückdrehen. Das ist eine kulturelle politische und ideologische Auseinandersetzungen. Und auf der anderen Seite dürfen Sie nicht vergessen, die Basis, die materielle Basis für so eine Entwicklung sind immer die sozialen Spaltungsprozesse in der Gesellschaft. Und an beiden müssen wir ansetzen. Und das werden wir auch tun. Und ich sage mal nur, das ist nicht Pfeifen im dunklen Wald, sondern wir machen doch die Erfahrung, dass es gleichzeitig viele junge Leute gibt, die sich an dieser Frage politisieren gerade. Die engagieren sich. Bei uns, wir haben einen Höchststand an Mitgliedereintritten. Wir haben bis Ende August schon 5.000 Eintritte. Das hatten wir überhaupt noch nie in den letzten 10, 12 Jahren, und davon ein großer Teil, über 60%, unter 35 Jahren. Dort haben wir Bewegung, die sagen, jetzt müssen wir was machen. Die Rechtsentwicklung beunruhigt uns, und das müssen wir befördern. Also dass die Leute sagen, jetzt können wir nicht einfach zugucken, wie die Gesamttendenz nach rechts geht, sondern müssen was dagegen machen. Das ist unsere Aufgabe, die Leute zu ermutigen in der parlamentarischen Auseinandersetzung, aber eben auch außerhalb das zu tun. Und ich glaube, das wird Jahre dauern. Aber der Aufgabe muss man sich eben stellen. Frau Lehmann, ich weiß gar nicht, wieso Sie auf die Idee kommen, dass wir uns das gerade in der Flüchtlingsfrage leicht gemacht haben. Nein, aber Sie haben doch gesehen, wie umfangreich wir auch darüber diskutiert haben und auch in der Partei. Nee, vielleicht haben wir es uns zu leicht gemacht. Ja, wir haben es uns in dem Sinne zu leicht gemacht, dass wir Probleme nicht angesprochen haben, die im Zusammenhang mit Zuwanderung existieren. Und ich habe nochmal auch klargestellt, Recht auf Asyl ist das eine. Etwas anderes ist, die Position zu vertreten, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen. Da weiß jeder in diesem Land, dass das nicht funktioniert. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Da haben wir es uns zu leicht gemacht. Und da haben wir eben wirklich auch Menschen verprellt, die wir hätten gewinnen können. Die nächste Frage, Herr Kollege. Was ich mich noch frage, Frau Kipping hat sich nicht darüber beklagt, aber hat festgestellt, dass es jetzt dass es jetzt keine linke Mehrheit gibt jenseits von Angela Merkel. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt oder sagt Herr Bartsch, man muss jetzt darauf gucken, dass man sich von der SPD als kleinere Oppositionspartei profiliert und Themen besetzt. Da wird es ja jetzt dann Überschneidungen geben. Was bedeutet denn das strategisch, auch mit Blick dann auf welche Mehrheitsverhältnisse dann auch immer für die Linken? Wie wollen Sie sich da profilieren? Also zunächst, glaube ich, ist das jetzt ein konstruierter Widerspruch, weil also natürlich irgendwie kämpfen wir darum, dass wir als Linke stark sind, und zugleich kann es uns doch nicht egal sein, wenn die Ergebnisse deutlich in der Summe nach rechts gehen. Und da rede ich nicht nur über die AfD, sondern auch über den sozusagen Aufschwung der FDP etc. Und
ich meine, wenn man sich anschaut, ich würde mal sagen, da ist links von der SPD sehr viel Platz. Also es war ja jetzt so, dass wir auf jeden Fall, also auch programmatisch einen Platz, der sozusagen lange, der unbesetzt war und den wir sozusagen auch oft einnehmen mussten. Weil ich meine, wir mussten ja teilweise noch das Links-Sozialdemokratische die ganze Zeit mitvertreten, weil die selbst das nicht gemacht haben. Und ich denke, für uns gibt es genügend Raum, um zu profilieren, wie genau wir jetzt unsere Taktik aufstellen. Ich würde schon sagen, ich glaube, wir werden manche Punkte zugespitzter machen müssen, auch noch mal stärker die Gegnerschaft benennen, weil wir haben in der Tat eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, wohin richtet sich der Unmut der Mittelschichten oder der Abgehängten in der Gesellschaft, und da gibt es halt einen Lösungsansatz, der heißt Tritt nach unten, das ist der Lösungsvorschlag der Rechten, und ich würde immer sagen, wer wissen will, wo das Geld der kleinen Leute geblieben ist, sollte nicht nach unten treten, sondern nach oben schauen. Sie haben mich da auch missverstanden. Also ich habe gesagt, dass die Mehrheit, die es gab, die Mehrheit ist nicht genutzt worden. Und wir hatten eine Mehrheit jenseits der Union. Und ich würde mal die harte These wagen, hätte die Sozialdemokratie vor 4 Jahren den Mut gehabt und hätte gesagt, wir machen ein Mitte-Links-Bündnis mit einer fortschrittlichen Politik. Ob sie dann auch 5% verloren hätte, das wird nie jemand überprüfen können, leider. Aber viel schlechter wäre es mit Sicherheit nicht gekommen und vielleicht hätte man für die Menschen eine ganze Menge tun können. Also die SPD ist nicht der Hauptfeind, das haben wir nie gesagt. Wir haben sie kritisiert in der Großen Koalition und jetzt werden wir, wenn eine neue Regierung gebildet ist, die selbstverständlich, das ist unsere Aufgabe als Opposition, die unter die Lupe nehmen und eigene Vorschläge mal machen. Das ist aber parlamentarische Normalität. Also ich würde da auf gar keinen Fall von ableiten, dass wir in besonderer Weise uns von der SPD abgrenzen. Nein, Eigenständigkeit, und wie Sie wissen, regieren wir in 3 Ländern mit der SPD erfolgreich, in vielen Kommunen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das wollen wir beenden, sondern gegenteilig, eher ausdehnen. Frau van Bouillon. Ja, das schließt hier an. Ich würde es eigentlich umdrehen. Sie sitzen jetzt mit der SPD in der Opposition und ich wüsste gerne, ob es nicht Zeit wäre, die Feindseligkeiten einzustellen. Die Frage richtet sich in erster Linie an Frau Wagenknecht, aber auch an Frau Kipping, und zu versuchen, im Blick auf die nächste Wahl zumindest gegen die AfD ein Bündnis zu schließen oder zu näher zusammenzurücken. Also zunächst mal, wir sind nicht feindselig gegenüber der SPD. Das wäre ja der größte Blödsinn. Warum sollten wir? Wir waren Opposition gegen die Politik und sind das, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Und wir werden jetzt Opposition sein, natürlich gegen eine Politik, wie sie von Jamaika sehr wahrscheinlich zu erwarten ist, die wieder keine sozialen Rechte in Kraft setzt. Und was die SPD angeht, ich hoffe ja, dass der Weckruf ankommt. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie leidensfähig diese Partei noch ist. Also es ist ja schon unglaublich, über wie viele Jahre sie an einem Kurs festhalten, der ihnen eine Wahlniederlage nach der nächsten beschert. Und dieser Kurs ist der, den wir immer wieder kritisiert haben. Sollten sie weiterhin so einen Kurs fahren, werden wir den weiter kritisieren. Wir hoffen, dass sie tatsächlich sich fangen, dass sie zurückkehren zur sozialdemokratischer Politik. Und das würde eben bedeuten, da anknüpfen, wo die SPD vor Gerhard Schröder mal war, nämlich eine Sozialdemokratie, die sich für soziale Rechte, für bessere Renten, für bessere Regeln am Arbeitsmarkt einsetzt und nicht das Gegenteil tut. Und das war ja eben in dieser Legislatur nicht der Fall. Also die Rentenprivatisierung ist weitergegangen, diese Nahles-Rente ist nochmal eine Schwächung der gesetzlichen Rente. Ich könnte da jetzt 1000 Dinge durchdeklinieren, wo sie eben Leiharbeit, haben sie relevant, nichts verbessert, was Equal Pay wenigstens in Gang gesetzt hätte. Also sie haben ja bei vielen Fragen nach wie vor ihre Politik fortgesetzt, die soziale Ungleichheit zu erhöhen. Das haben wir immer kritisiert, das würden wir auch weiter kritisieren. Aber wenn Sie jetzt sich nach links bewegen, das würden wir sehr begrüßen. Weil, sag mal, wenn ich vorhin gesagt habe, die einzige Chance der AfD, und das hat ja Dietmar Bartsch auch gesagt, die einzige Chance der AfD, den Boden abzugraben, das sieht man in anderen europäischen Ländern, und das gilt für Deutschland auch, ist eine sozialere Politik. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl 50% bekommen und allein eine sozialere Politik machen können, nicht die ganz große Wahrscheinlichkeit. Also insoweit brauchen wir und würden wir uns freuen, wenn wir in der SPD einen Partner finden würden. Also in der Tat, wir als Linke werden Opposition in Bewegung sein und wir wollen die klare Opposition für soziale und ökologische Gerechtigkeit werden. Und wenn die SPD sich da anschließen will, freue ich mich sehr darüber. Und weil Sie alle so sicher sind, dass es Jamaika gibt und schon wissen, wer kleinste Oppositionspartei ist, ich bin mir da noch nicht so sicher, nach dem, was ich gestern da so an roten Linien gehört habe und wie die Grünen das mit Herrn Seehofer sozusagen bei wenigstens nochmal, also wie die das hinbekommen wollen, keine Ahnung. Also ich meine, ich
bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch hierzulande auch mal über sowas wie Minderheitenregierungen diskutieren. Und dann haben wir eine ganz andere Situation. Dann reden wir nämlich darüber, wie man aus einer Opposition heraus womöglich wirklich ein Kraftfeld für sozial-ökologischen Fortschritt und Gerechtigkeit schaffen kann. Also ich würde sagen, gerade ist vieles offen. Die gesellschaftliche Situation ist offen. Und wir kämpfen um andere Mehrheiten und fortschrittliche und um jede Verbesserung im Sinne sozialer Gerechtigkeit und im Sinne des Klimaschutzes. Und wenn die Grünen vielleicht sich auch noch entschließen könnten, dass man eher sozusagen das einer Regierung Merkel, Seehofer und Schäuble die Mehrheit verweigert, sondern dann aus einer Opposition Druck macht, das wäre ja auch eine spannende Situation. Wir sind mit der Zeit am Ende. Ich bitte um Nachsicht, dass ich die Frageliste nicht ganz abarbeiten konnte. Bedanke mich bei den Gästen und schließe die Pressekonferenz.